all den Jahren meiner traurigen Jugend war Wismont mein Gefährte, mein treuer Freund. Also sagt François. Also ich war zum Professor ernannt worden. Meine akademische Karriere hatte eine Art Höhepunkt erreicht. Im September hatte ich Miriam lebwohl gesagt. Jetzt war Mitte April. Das Studienjahr neigte sich fast dem Ende zu und ich hatte sie noch immer nicht ersetzt. Während ich auf meinen Tod wartete, blieb mir nur noch eins. Der Wahlkampf. Dass der Front National weit vor den anderen lag, das war ja an sich nicht überraschend. Aber Mohammed Ben Abbes, der Kandidat der Bruderschaft der Muslime, kam mit 22,3% auf den zweiten Platz. Und alles, was nicht Front National war, schloss sich zusammen und folgte dem Muslim Mohammed Ben Abbes. Die Wahlen hatten das vorhersehbare Ergebnis gebracht. Und alles, was ich sah, war, dass ich einmal mehr allein war mit meiner schwindenden Lebenslust. Ich war unfähig, für mich selbst zu leben. Und für wen hätte ich sonst leben sollen? Die Menschheit interessierte mich nicht. Die widerte mich sogar an.